haben einen Trend des Goldes steil nach oben seit Jahresbeginn. Warum haben wir den? Weil Gold vor allen Dingen und nicht nur in Deutschland als Rückversicherung gegen die Inflation angesehen wird. Und die Politik der Zentralbanken, Geld in praktisch unbegrenzter Menge zu drucken, um damit die Probleme der Welt zu lösen, die wird von den meisten Investoren und eben auch wohl anscheinend von Warren Buffett mit Misstrauen beäugt. Nämlich mit dem Misstrauen, dass man davon ausgeht, dass die Zentralbanken entgegen ihren Beteuerungen diese Sache nicht im Griff haben werden. Der Kauf von Gold und Goldminen und allem, was daran hängt, ist im Grunde genommen ein Misstrauensvotum gegen die Geldpolitik. Und dieses Misstrauensvotum wird nicht enden, solange die Geldpolitik sich nicht ändert. Ja, Stichwort Zentralbanken. Die Gelddruckmaschine ist ja angeworfen worden. Begehen die jetzt alle Harakiri? Na, die Sintflut kommt. Also ich bin vorsichtig mit so martialischen Vergleichen, jedenfalls was bestimmte Sprachmuster angeht. Aber es ist natürlich so, dass die Geldpolitik ein Akt der Verzweiflung ist. Die Zentralbanken haben das letzte Vorjahr mit mehr Geld und mehr Schulden gelöscht und das vorletzte Vorjahr mit mehr Geld und mehr Schulden gelöscht. Und jetzt versuchen sie auch dieses Vorjahr mit mehr Geld und mehr Schulden zu löschen. Und das Problem dabei ist allerdings, dass die Anzahl der Nullen, die sie brauchen, jedes Mal wächst. Also wenn wir in den 90er Jahren irgendwelche Finanzmarkterschütterungen hatten und die Zentralbanken mussten intervenieren, dann ging es um Größenordnungen von 5 oder 10 Milliarden Euro oder Dollar. 2006, 2007 hatten wir dann schon Größenordnungen von hunderten Milliarden. Und jetzt haben wir Größenordnungen von tausenden Milliarden. Und zwar in einer sich beschleunigten Art und Weise. Wir haben also ein exponentielles System vor uns, bei dem jede nachfolgende Krise um den Faktor 10 oder 20 mehr gedrucktes Geld benötigt als die vorhergehende Krise. Und diese Sache mit diesem exponentiellen Wachstum, die kann natürlich auf die Dauer nicht gut gehen, weil dieses Geld sich wie Wasser seinen Weg sucht. Und die Zentralbanken glauben natürlich auch weiterhin, dass sie dieses Spiel noch weiter betätigen könnten, wie es so schön heißt, die Dose weiter die Straße hinabzukicken. Und es gibt auch viele Beobachter, die glauben, dass es so weitergehen kann, weil es eben jetzt schon so lange gut gegangen ist. Und diesem Glauben schließe ich mich ganz und gar nicht an. Und zwar aus dem einfachen Grunde, dass bisher jede massive Inflation, die durch die Fehler von Zentralbanken eingeläutet worden ist, zuvor genau dem gleichen Muster gefolgt ist. Die Zentralbanken haben große Mengen Geld gedruckt und es ging lange, lange, lange gut. Und dann auf einmal, sehr plötzlich, ohne große Vorwarnung, kippt dann das System in eine erst galoppierende und dann eine Hyperinflation um. Als 1922, 23 die große deutsche Inflation einsetzte, war die Gelddruckmaschine mit vollen Touren am Laufen. Und man sagte damals, das kann so nicht weitergehen. Und die Antwort der Reichsbank war: Was wollt ihr eigentlich? Wir haben den ganzen Krieg, den Ersten Weltkrieg, mit frisch gedrucktem Geld finanziert. Und was ist passiert? Praktisch nichts ist passiert. Und diese Analyse war natürlich falsch. Und so wird es auch diesmal sein. Ist Deutschland, was den Goldmarkt angeht und den Ansturm auf Gold, noch so im Auge des Orkans, wenn man so auf die Peripherie der Welt schaut? Aus Thailand gab es Bilder von riesigen Schlangen vor Goldhändlern. Aus der Türkei hört man, dass Menschen aus der Lira und aus den Fremdwährungen fliehen, Gold ankaufen, auf dem Basar darüber nachdenken, Auto zu verkaufen, Haus zu verkaufen und in Gold hineinzugehen. Werden wir das bei uns auch in einiger Zeit sehen? Also wir hatten das ja schon ein paar Mal in den letzten Monaten, krisenhafte Erscheinungen am Goldmarkt mit einer extrem explodierenden Nachfrage bei gleichzeitig zumindest hier in Europa kollabierendem Angebot durch den Kollaps der Logistik im Zuge der Maßnahmen gegen die Corona-Situation. Und insofern ist das jetzt nichts Ungewöhnliches. Also wir hatten das in Deutschland, wir werden das in Deutschland auch in den nächsten Monaten und in Europa insgesamt immer wieder sehen, dass es einen Run aufs Gold gibt. Da bin ich sehr überzeugt davon, das kommt in Wellen, das kommt in krisenhaften Wellen. Aber Sie haben recht, Deutschland ist nicht mehr sozusagen im Auge des Orkans. Auch Europa selbst ist nicht im Auge des Orkans, sondern wir haben mittlerweile ein globales Phänomen. Dieses globale Phänomen hat auch eine Ursache, nämlich dass alle großen Fiat-Währungen, der Euro, der Dollar, der Renminbi, der Yen, also im Wesentlichen alle großen Währungsräume mit Ausnahme des Rubel, die gleiche inflationäre Politik machen, in der Annahme, dass diese inflationäre Politik nicht zur Inflation führt. Und die Menschen in immer mehr Ländern erkennen natürlich, dass das nicht gut gehen kann.
Wir haben allerdings ein Novum in der Währungsgeschichte. Dieses Novum in der Währungsgeschichte ist, dass wir früher, wenn es zu Hyperinflationen kam, wie beispielsweise in Deutschland 1923, in Zimbabwe Anfang des Jahrtausends oder in Venezuela oder in Argentinien mehrfach schon, dass dieses isolierte Ereignisse waren. Diese isolierten Ereignisse beruhten darauf, dass ein Land einer gewissen Größe, aber nicht ein Land, das die Weltwirtschaft dominiert hätte, die falsche Geldpolitik betrieben hat und geglaubt hat, dass man die Knappheit der Güter dadurch abschaffen könnte, dass man die Knappheit des Geldes abschafft. Und diese isolierten Ereignisse haben dann dazu geführt, dass sie dort auch so stattfanden, dass die Menschen unterschiedliche Ausweichmöglichkeiten hatten. Sie konnten ins Gold ausweichen, sie konnten aber auch in andere Währungen ausweichen. Beispielsweise sind die Menschen in Deutschland 1923 eben in den Dollar ausgewichen. Der Wechselkurs des US-Dollar zur Reichsmark am Ende der Inflation 1923 betrug 4,2 Trillionen Reichsmark pro Dollar. Das heißt also, man konnte früher ausweichen auf eine Fremdwährung, die solider gemanagt war. Der Dollar hatte ja immer noch das ganze Gold hinten dran. Heute ist es so, dass wir ein globales Phänomen haben, dass praktisch alle großen Währungsräume diesem Muster folgen. Das führt dazu, dass es einerseits ein bisschen länger dauert, bis es knallt, weil der Wechselkurs als Importmechanismus importierter Inflation zunächst mal ausfällt. Und das wiegt die Menschen in einer etwas größeren Sicherheit, aber die gekaufte Zeit dieses Phänomens wird sehr kurz sein. Allerhöchstens ein oder zwei Quartale, würde ich mal schätzen. Und das zweite Ergebnis dessen wird allerdings sein, dass wir vor einer globalen Krise des Geldes stehen. Und diese globale Krise des Geldes wird alles in den Schatten stellen, was die Wirtschaft und die Menschheit ökonomisch je erlebt hat. Ja, ist das vielleicht die Chance, in die Vergangenheit zu blicken und Beispiele aus der jüngere Vergangenheit kann man es nicht nennen, aber uns wird ja erzählt, der Euro ist das Friedensprojekt und es ist so schön, dass man von A nach B reisen kann, ohne Geld wechseln zu können. Und dabei vergisst man, dass wir auch schon so etwas Ähnliches hatten, Lateinische Münzunion. Und das ging von Tunesien bis Finnland. Und man hätte auch eine deutsche Reichsmark nehmen können, Gold nach Amerika fahren können, direkt umtauschen. Ist das etwas, worauf wir als Beispiel zurückblicken können? Also der Euro, das möchte ich mal massiv in Abrede stellen, ist kein Friedensprojekt. Und zwar deswegen, weil er eine Fehlkonstruktion ist. Die Liberalen, die im Ende der 90er Jahre dagegen argumentiert haben, wie beispielsweise Lord Dahrendorf und andere, haben damals schon gesagt, der Euro wird Europa nicht einigen, sondern spalten. Eine Wahrheit, die wir mittlerweile in den verschiedenen Krisensituationen Griechenland und andere beobachten mussten. Dort ist es ja so gewesen, dass die Länder, die unter der Last der Nichtanpassbarkeit ihrer Wirtschaft im Euroraum zusammengebrochen sind, wie eben Griechenland, die Schuld dann bei anderen gesucht haben, zum Teil auch bei Deutschland, obwohl Deutschland ja zumindest an der Oberfläche sehr viel geholfen hat. Aber man hat natürlich nur Geld geliefert, man hat eigentlich nicht das geliefert, was die Ungleichgewichte in ihrem Aufbau stoppt oder begrenzt. Und insofern sind dann plötzlich Vorwürfe wechselseitig laut geworden, obwohl niemand was dafür konnte. Und die Wahrheit ist, dass der Euro die Völker Europas spaltet und in Situationen hineinbringt, wo die Versuchung groß ist, das eigene Verschulden oder auch die Folgen einer Fehlkonstruktion dem jeweils anderen anzulasten. Insofern glaube ich, dass der Euro kein Friedensprojekt ist. Er ist die Kopfgeburt einer bürokratischen Klasse, die damit glaubt, eine immer tiefere Union erzwingen zu können, ein Prokrustesbett, in das niemand so wirklich hineinpasst.